Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns gerade in Wapydro City, wenn ich mich nicht täusche. Und wollen doch nun mal die Stadt ein wenig erkunden. Das bietet sich, glaube ich, mal so ein bisschen an. Dass wir uns mal ein bisschen hier umschauen. So, was haben wir jetzt erstmal hier oben? Da gehen wir aus der Stadt raus. Traumfabrik Pokéwood. Ach genau, das ist ein Filmstudio, genau. Ah ja, genau, und das ist der Kapitän hin, hier der Vater von Mika, der Arenaleiterin. Genau, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Können wir auch noch gar nicht anscheinend. Genau, wir können 6 Pokémon dabei haben, das ist richtig. Was willst du da unten in der Kanalisation? Kann man noch viel mehr Medaillen sammeln, richtig. Aber vielleicht kümmere ich mich... Ne, in der LP kümmere ich mich gar nicht rum. Das mache ich dann privat. Auf dem DS selber. Das ist ein Ohr doch. Soll das Pokémon gehen? Ohr doch, im Kino? Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht. Ja, das stimmt. Man kann sich natürlich entscheiden, ob man ein Pokémon entwickeln möchte oder nicht. Wenn man es nicht entwickelt, dann lernt es früher die Attacken, die es mit der Entwicklung lernen würde. Oder vielleicht lernt es sogar Attacken, die man mit der Entwicklung gar nicht lernen könnte. Das kann ja auch sein. Da muss man immer ein bisschen abwägen. Also, da ist es gut, wenn man sich irgendwie eine Liste parat hält, also mal kurz nachschauen kann, welche Attacken die Pokémon und wie lernen können und so weiter. Das ist dann sehr vorteilhaft. Bis zu einem bestimmten Level hintrainieren und dann erst entwickeln. So lange hat es die Schweinguckmarder, wow. Und wegen Adlauge hat es geholfen. Adlauge findet die Genauigkeitssenkung. Naja, gut, vielleicht. Weiß nicht, ob es auf Trainer überträgt. Wenn sie auf Trainer übertragen würde... Ach, ich wollte die anrufen. Wenn sie auf Trainer übertragen würde, dann würde das eigentlich so aussehen, dass ich ja jetzt einen Sturzbach hätte bei mir immer. Und dass ich schneller werde bei Sonnenschein. Gut zu wissen. Interessant. Ah, Mikras Band, genau. Ach, man kriegt bald keine Tickets mehr. Das war schade. Müssen wir schnell ein Ticket kaufen, das wäre was. Kampfbox. Das ist irgendwas, was ich nicht verstehe. Das hat irgendwas mit Link, mit Multikämpfen zu tun. Also, so weiter, ne. Wo gehe ich denn jetzt hier gerade? Ist hier was? Ja, das war krass. Eine Perle, ist ja schön. Das war jetzt nur geraten. Ich kannte den Weg nicht mal. Ich war hier immer früher rüber gesurft. Also, auf der japanischen Version. Darum bauen wir das jetzt gerade neu. Das ist ein... Ah, das ist das Schiff wahrscheinlich, mit dem wir danach Stratos City rübersetzen können. Stygia will ich nicht anschalten. Ich will Stygia immer noch nicht anschalten. Danke sehr. Kein Interesse. Jo, warte mal. Hier ist... Achso, hier ist das Bootshaus. Wahrscheinlich... Ah ja, genau. Hier, der Typ, der hier ist. Bringt uns zurück nach Stratos City, aber der ist ja gerade im Pokémon. Na, der will sowohl Kapitän als auch Schauspieler sein. Naja, da hat Mika leider schon recht, der muss an beiden Stellen sein dann. Wenn er Schauspieler ist, kann er natürlich keine Leute übersetzen und das ist natürlich scheiße. Das ist wohl die Arena. Die möchte ich jetzt aber auch nicht betreten. Mikas Giftattacken sind wirksam. Genau, Mika hat Gift-Pokémon, das hatten wir jetzt inzwischen auch schon rausgefunden irgendwie. Aber man kann einen Magnetilo hier fangen. Das ist natürlich sehr gut, aber ich habe keinen Magnetilo fürs Team geplant. Aus dem Grunde werden meine beiden Pokémon auch diese Arena selber bestehen müssen. So, aber also hauptsächlich Otaro, weil Stravinkel kann da nicht viel ausrichten. Team Plasma hat sich um Helden geschaut, das legendäre schwarze Pokémon Zekrom bei sich hatte. Genau, das war N. Der hatte ja Zekrom gefangen und der eigene Held hatte ja das Reshiram. So war das genau. Oder war das so? Oder war das umgekehrt? Moment. Ich gehe gerade von... Ich spiele gerade Schwarz 2. Das heißt, da kommt das schwarze Kyurem vor. Das würde heißen, da kommt Zekrom vor und Zekrom muss N haben. Okay. Dann stimmt das ja soweit. Okay, ihr Enkel ist genauso wie ich und macht so Trainingssachen und so. Aha, alles klar. Da muss ich gerade überlegen, wie das war. Ist ja schlimm. So, was haben wir hier? Ist da was drin? Ja, ein Gegengift. Ist ja herrlich. Können wir vielleicht gebrauchen in der Arena. Vielleicht. So, was haben wir hier? Ach, da gehört der Kindergarten. In den Werken kann man also trainieren. Alles klar, werden wir machen. Hier kann man Feuerheiler, falls man mal verbrennt werden könnte. In einem äußersten Umstandsfall. Ja. Brauchen wir nicht. Erstmal, denke ich mal. Bis wir irgendwelchen Feuer-Pokémon großartig begegnen. Obwohl, hier gibt es ja Feuer-Pokémon. Ah. Ja, genau, das ist die Tauschtaktik, die ich ja häufig nutze, wenn ich ein neues Pokémon ins Team nehme. Die das kleine Mädchen da gerade erklärt hat, ich möchte dem Jungen reden.
Achso, jeder Verkäufer hat andere Waren, okay. Das bezieht sich auf den unteren Verkäufer. Der Oberverkäufer hat immer die gleichen Waren, abhängig von der Anzahl der Orden, die man hat. Da ist ein Pokéball. Haben will Pokéball. Komm her. Wie komme ich da ran? Muss ich einmal so außen rum? Ne, da kann ich ja gar nicht außen rum. Hä? Ja, wahrscheinlich geht das erst, wenn ich Surfer habe, ne? Dass ich da über die Kanalisation dahin muss. Ärgerlich. Na, ist auch egal. Wir betreten die Vapydro-Werke. Das ist nur das äußere Gebiet der Vapydro-Werke. Wir gehen gleich nur ins Innere rein. Hier können wir uns auch schon wilde Pokémon anschauen, die wir hier finden können. Achso, der Typ ist auch lustig. Wir können einen Pokéball ihm geben und dafür kriegen wir einen Superball. Das können wir pro Tag einmal machen. Das ist ziemlich sinnfrei für ihn eigentlich, aber ist egal. Oh, warte mal. Ich kann doch dann hier rüber da zu diesem Item gehen, oder? Ja, das geht. Okay, können wir das Item doch noch holen. Gut zu wissen. Seidenschal. Oh, der verstärkt Normalattacken. Das ist hilfreich. Damit können wir zwar Schrawinkel immer noch nicht wirklich in der Arena nutzen, aber wenn, dann können wir damit Tackle verstärken. Das wäre doch schon mal etwas. Mehr als nichts. So, wir gucken mal, was wir hier für wilde Pokémon finden. So eins zumindest, gucken wir mal. Zum Beispiel finden wir hier einen Nagelotz. Yay, ein Nagelotz. Wer will keinen Nagelotz haben? Ich habe keine Ahnung, wer keinen Nagelotz haben möchte. Also ich nicht. Tut mir leid. So, hier nichts. Okay, dann gehen wir mal runter in die Werke. Sieht schon viel interessanter aus hier, ne? Ach ja, hier brauchen wir einen Schneider. Den kriegen wir erst noch. Ist hier ein verstecktes Item? Nein, okay. Da reden wir mit diesem Typen. Und der möchte, dass wir die Arbeiter ein wenig motivieren hier in den Werken. Und ja, das ist... Also, wir müssen einfach besiegen, so. Also die Arbeiter sind natürlich hier diese Leute hier oben. Mit diesen lustigen Helmchen und so weiter, ne? Ist ja logisch. Nicht diese Teenager hier. Die in den Werken rumspielen. Nein, das sind nicht die Arbeiter. Da war sich dann getäuscht. Na, aber gucken, was hat er überhaupt? Ein Yorkliff. Ach, ist ja niedlich. Auf Level 13. Na, okay, das ist nicht mehr so niedlich. Also die Level ziehen sich echt an, ey. Das ist richtig grausam. Man hat kaum Zeit. Also man hat kaum Vorsprung bei den Leveln, stellenweise. Das ist richtig schlimm. Vor allem am Anfang. Später lockert sich das ein wenig. Aber auch nur bei normalen Trainern. Bei den Arenen ist es dann ein wenig anders. Da sind die Leiter dann trotzdem immer ein bisschen höher. Ach genau, die Siedelbeere hast du ja auch noch, Karo. Ha, hab ich fast vergessen. Mitnahme! Was? Wir finden eine Siedelbeere im Kampf. Was ist das denn jetzt? Seit wann geht denn sowas? Ist es zum Henker? Hab ich irgendwas verpennt, oder? Ist einfach kein Pokémon Mitnahme im Kampf was finden. Ich glaube, es hackt, ey. Ich glaube, es hackt. Aber ganz gewaltig, du. Aber ganz gewaltig hackt's. Okay. Ich guck grad, wo wir jetzt erst lang gehen. Wir können erstmal hier durchlaufen. Zu diesem Typen. Der labert irgendeinen Scheiß. Von wegen Destillationszone und Rektifikationszylinder. Was weiß ich denn? Auf jeden Fall sind die Typen für Oberschlauer. Ich habe keinen Plan, was dann auf sich hat. Keinerlei Plan. Die labern halt irgendwas. Ja genau, Magnetilus gibt's hier, wie wir bereits schon vorher erfahren haben. Aber Magnetilus interessiert mich nicht. Ich möchte eigentlich gar nichts fangen, um ehrlich zu sein. Okay, der Minipilz war eigentlich ziemlich logisch abzusehen, dass deiner ist. Fangen möchte ich ja eigentlich gar nichts. Ich kann mal natürlich so ein bisschen grob rumzeigen, was es hier so gibt. Zum Beispiel Magnetilus eben, es gibt hier Fukanos. Was sehr interessant ist, weil Fukano ja doch ein sehr starkes Pokémon ist, dass man es so früh schon bekommen kann. Ist richtig geil. Leider gibt es keine Vulpix hier im Spiel. Das finde ich sehr schade, aber dafür gibt es Fukano in beiden Editionen. Sonst gab es ja mal eine alte Aufteilung zwischen Fukano und Vulpix. Die ist hier aufgehoben worden. Es gibt nur Fukano. Ja, Smogons gibt es ja natürlich auch. Wie kann man es erwarten, dass es ja auch Gift-Pokémon gibt? Ist ja unfassbar, ne? Aber ich glaube, Smogon ist das einzige Gift-Pokémon, was es hier zu finden ist. Mehr dürften wir hier nicht finden. Aber trotzdem, ein Pokémon, was man hier noch finden kann, fehlt mir noch. Aber vielleicht finden wir das ja gleich noch. So, das erste Arbeiter, damit wir kämpfen können. Der liebe Herr Arbeiter Takao.
Der Kakao, was hat der? Der hat einen Magby. Das können wir auch wild finden hier. Das, darauf wollte ich hinaus. Magby. Das ist schon sehr interessant eigentlich, im Gegensatz zu Fukano. Wobei es natürlich jetzt darauf ankommt, inwiefern man an Items wie Magma Resira kommt. Um Magby dann, also um Magma dann direkt zu, wie ist es auf Deutsch nochmal? Magbrand zu entwickeln. Da muss man dann schon gucken, wie das irgendwie so geht. Smogon ist wieder ist gefährlicher. Ja gut, muss ich jetzt hinkriegen. Ich muss gleich mal heilen. Ich denke mal, Smogon dürfte mir jetzt nicht 7 KP mit einem abziehen. Oder? Ne, tut's nicht, okay. Also Aquaknarre drauf und Smogon down. Oh Gott, würde ich jetzt Nuzlocke machen, dann werde ich es niemals gemacht, so ey. Das wäre mir zu riskant. Eindeutig. Kriege ich Karo vielleicht noch vor der Arena auf Level 17? Das wäre auch super, aber ich muss eigentlich erstmal Strawickel trainieren. Dass mir das nicht zu sehr hinterherhängt. Ach, ich habe mich das nicht umgedreht. Wieso auf dem DS hin? Habe ich total vergessen. Ach, jetzt habe ich mich dran gewöhnt und jetzt wieder vergessen. Ach, Mann, ich kann eigentlich mal diesen Haken hier rausmachen. So. Den braucht keiner da. Ich kann auch mal Items sortieren eigentlich, damit es ein bisschen ordentlicher ist. So, die sortiere ich auch mal. Unnötig, also was. Tränke haben wir ja genug. Können wir einmal Karo aufheilen, zweimal Karo aufheilen, dann haben wir das. So, und jetzt will ich Strawickel nach vorne setzen, auch wenn Strawickel hier natürlich schwer haben dürfte. Irgendwie gut klarzukommen. Gegen Feuer- und Elektro-Pokémon, also vor allem Stahl-Pokémon, ist es ein bisschen schwierig. Gegen Elektro hat Strawickel eigentlich keine Probleme. Gegen Stahl allerdings. Na gut, da muss ich auf Votaro wechseln, was natürlich auch schwach gegen Magnetilos ist. Das ist ein bisschen schlimm jetzt, aber... Führt kein Weg dran vorbei. Wir können ja einfach runterhüpfen, wenn wir wollen. Aber das würde ich natürlich jetzt nicht. Ich will ja schließlich weiterkommen. Aber, und zwar gehen den zweiten Werksarbeiter. Da haben wir gleich schon alle drei gefunden. So ist es schön. Der Mitchell, der setzt Nagelutz ein. Das sollte eigentlich für Strawickel machbar sein. Eigentlich. Man weiß ja nie, ne? Nicht, dass das Vieh jetzt Feuerzahn auspackt oder sowas. Dann bin ich am Arsch. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Geduld. Gucken, hoffentlich kann ich dich two-hitten. Ja, das kann ich sehr gut. Dann ist mir die Geduld vollkommen egal. Weil du deine Energie nicht entlassen kannst. So. Brav gemacht, Strawickel. Sollte auch ein Level-Up sein für dich jetzt. Ja. Brauchst du so wenig EP. Rasierblatt. Sehr schön. Damit können wir jetzt auch... Na, wohl können wir nicht gegen Feuer-Pokémon ausrichten. Aber wir haben Rasierblatt. Das ist schön. Jetzt frage ich mich nur, was von den beiden ist stärker. Käfer bist du da Rasierblatt? Käfer bist du 60? Rasiert 55, okay. Aber erhöhte Volltrefferquote. Aber erstmal Käferbiss. Obwohl, das wie... das ist Statik. Vielleicht wäre dann Rasierblatt doch besser gewesen. Weil ich dann keinen Körperkontakt kriege. Mehr ab. Genau das meine ich. Genau deshalb. Ach, Mann. Egal. Jetzt eh zu spät. Ja, natürlich jetzt Strawickel der Vorteile, weil Elektroresistenz, ne? Das ist ganz schön, das jetzt zu machen. Darum muss ich auch gucken, wie Strawickel dann in der... Ach, ich sag nichts. Obwohl, es weißt wahrscheinlich eh schon wissen, vor der Arena. Wie es da bitte schön irgendwas machen darf. So, jetzt muss ich erstmal... Paraheiler auf Strawickel. So, okay. Mein letzter Paraheiler leider. Hab keine mehr. Habe ich euch schon mal eingekauft im LP? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? So, zu diesem Typen hier. Und da unten haben wir doch den letzten Arbeiter. Und dann haben wir an sich die Werke schon fast durch. Dann können wir direkt Anfang des nächsten Partes. Oder diesen Part schon, die Arena? Na, diesen Part wird eng. Diesen Part wird eng. Ich glaube, dann mache ich lieber im nächsten Part an die Arena. Und was danach noch kommt, natürlich. Das ist, glaube ich, etwas besser. Wenn wir das so machen. Machen wir so die Werke und kaufen vielleicht ein bisschen ein. Damit wir auch mal ein paar Tränke kriegen und sowas. Obwohl, na, wenn ich an die Arena mache, lohnt sich nicht eigentlich einzukaufen. Kann ich auch bis nach der Arena warten fürs Einkaufen. Wenn ich es so sehe, ja, kann ich dann auch warten. Dann brauche ich jetzt nicht mein Geld ausgeben, wenn ich danach bessere Items kriegen kann, vielleicht. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie es nach der zweiten Arena ist. Ich glaube, es war 258 Staffelung. Ich weiß es gerade nicht. Ist ja auch egal. Ich habe noch gar keinen Nagelotz gesehen. Was ist los? Sonst sehe ich mal Nagelotz hier. So, einmal runter. Und Arbeiter Nummer 3. Er will ein schnelles Kämpfchen wagen. Das können wir ihm doch gerne bieten. Riolu. Sollte eigentlich für Strawickel kein Problem sein. Hat ja wegen dem Käfertyp eine Kampfresistenz, glaube ich.
Also machen wir Rasierblatt. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie das ging. Wie das. Also Kampfkäfer, glaube ich, Resistenz. Oder Käferkampf, war das auch resistent? Das weiß ich gerade nicht genau. Mache ich aber so, deshalb. Ich meine, tut's ja auch, also, ne? Von daher. Ja, aber sieht schon, Riolu setzt keine Kraftwelle ein, weil das nämlich uneffektiv wäre, denke ich mal. Das denkt mit, das kleine Ding. Ist ja schön. So, Level 16 für Lara. Wann entwickelt sich eigentlich zuvor die Korn? Ich weiß es nicht. Ich bleib draußen. Schließlich soll ja Otaru die Arena allein machen. Da levelt jetzt hier auch schon ein, zwei Level auf. So, da kann ich da Käferbiss machen. Ohne Probleme. Also man sieht schon, dieses Schrawickel, das klappt schon gut Schaden. Da kann man sich nicht beschweren. Und es hält auch einiges aus, wie man sieht. Das ist sicherlich eine sehr schöne Ergänzung für mein Team. So, sehr gut. Der down. Ich will ein Ohr doch sehen jetzt. Okay, das wäre so ein Typ, der was labert und da wackelt Gras, genau. So, okay. Ich dachte, ich hab's gehört. Egal. So, zweiter Wissenschaftler. Ich weiß nicht, was die für einen Sinn haben, wie gesagt, aber ist ja egal. Auch wie das Gras wackelt jetzt nicht mehr. Hat doch gerade gewackelt, oder? Spinn ich. Ich guck mal hier nach Wackeln im Gras, will ein Ohr doch jetzt haben. Ich dachte, das ist gewackelt. Ah, da wackelt doch was. Doch nicht verhört. Da wackelt ja wirklich was. Hallo, Ordoch. Ich möchte ein paar EP von dir haben. Level 10. Ja, das ist machbar. Damit kann ich wohl noch leben. Käferbiss. Das heißt, schnell besiegen. Vielleicht hat sie sogar eine Beere dabei, die ich jetzt fresse dadurch. Nein, hat's nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass sie eine Beere dabei hat. Hat's nicht. So ist das Leben. Heuler, hoffentlich kann ich dich jetzt noch angreifen und besiegen dadurch. Aber so finde ich ein bisschen Zeit für den Part, wenn ich einfach ein Ohrloch suche. Ist auch schön. Und es ist gutes Training. Das kann man nicht abschreiten. So, wie viel EP bringt das? 495 EP. Das müsste ein Level-Up sein. Richtig. Sehr gut. So, mit Level 17 würde sich eigentlich Otaru schon entwickeln. Aber Otaru kämpft ja gerade nicht. Ich glaube, die unten waren Trainerin, du nicht, oder? Diabetes ist sie genau. Und dafür, dass wir die volle Diabetes haben, kriegen wir einen Superball. Sehr schön. Also da kann man auf jeden Fall gut sehen, in welchen Gebieten noch Pokémon fehlen, die wir fangen können. Das ist wirklich echt ein praktisches Feature. Das muss man echt sagen. Ich finde das Feature echt gut. Also für, wenn ich auf DS dann wirklich mal so weit bin, dass ich alle Pokémon haben möchte, für den Pokédex, dann werde ich auf jeden Fall zurückgreifen. So, aber erstmal dieses Fleckenäuel fertig machen. Ein Käferbiss. Du bist ja Psychoflug, also bist du eigentlich schwach gegen Käfer. Nur wenn du einen Flugattacke einsetzt, habe ich ein Problem. Machst du aber nicht gut. So, Luftschnitt oder Windschnitt, das wäre tödlich. Auch mit vollen KP wäre es tödlich. Vielfach Schwäche ist einfach zu grausam dafür. Ja, leider hat Käferpflanze echt so eine verdammte zwei Vierfachschwächen. Das ist extrem ekelhaft. Und sonst noch viel mehr Schwächen, oder? Ja, das ist richtig schlimm. So, und der letzte Wissenschaftler, der irgendeinen Scheiß labert. Aber ich habe keinen Plan, warum. Na okay, wenn man alle drei angeredet hat, kriegt man anscheinend einen Äther. Weiß ich nicht. Da bei mir zweimal der dritte Typ, der da war, habe ich jetzt zweimal einen Äther bekommen, also. Keine Ahnung, ob das so ist. Na gut, wir haben für die Werke abgeschlossen. Jetzt gehen wir zu dem Typen, sagen ihm, dass wir die Arbeiter alle ans Arbeiten gebracht haben. Und kriegen dafür Zertrümmerer. Sehr schön. Gut, damit haben wir die Werke abgeschlossen und können uns nun der Arena widmen, theoretisch. Ich schmeiß mal kurz Otaru auf Platz 1. So. Und werde heilen gehen und ich würde sagen, die Arena verschieben wir auf den nächsten Part und alles, was nach der Arena noch kommen wird. Das ist noch ein wenig, bevor wir endlich nach Stratos City übersetzen können. Also beenden wir den Part ja quasi dort, wo wir ihn aufgehört, wo wir ihn angefangen haben. Das ist ja richtig herrlich, wow. Dann, wow. Darum erstmal husten. Yay. Okay. So, wir kriegen neue Medaillen. Die Fundsachensuchermedaille. Ich habe keinen Plan, was es ist. Ist mir auch egal. Gut. Ach nee, ich kann auch einkaufen. Warte mal. Das kann ich auch noch machen. Was können wir denn einkaufen? Verkauf tue ich nichts. Ja, wir können schon Superbälle und Supertränke kaufen. Das wird nach dem zweiten Orden ja wohl kaum anders sein. Bei der werden wir noch nicht dazu kriegen. Also würde ich eigentlich gerne Supertränke kaufen wollen. 5 Stück zumindest. Okay, reicht erstmal.
Gut, in dem Sinne würde ich dann meinen, das war's mit diesem Part und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwarz 2.